So, dann probierst du mal meinen Kopfgeldjäger hier rüber. Ich habe gehört, das könnte besser funktionieren. Und siehe da. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, Spiel? Also. Ja, okay. Raus hier. Ich sag da gar nichts mehr zu. Wir gehen. Len, raus. Wir gehen. Hallo meine Freunde der Rache des Sith und willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars die Skywalker Saga mit dem wunderschönen und wundervollen Len 16 neben mir. Hallo! Hallo! Hallo Drabu! Hallo Len! Wie geht es dir? Mir geht es gut, wie geht es dir? Mir geht es plächtig. Plächtig? Plächtig. Vielleicht ist der Len trächtig, wir wissen es nicht. Oh. Wie geht's euch? Schreibt's in die Kommentare und vergesst natürlich nicht, wieder einen Daumen nach oben zu geben und unsere Kanäle zu abonnieren. Wir haben letztes Mal hier schön den Planeten fertig gemacht und deswegen geht's dieses Mal weiter mit Star Wars Episode 3, die Rache des Sith. Wir wollen die Story spielen und dafür werfen wir natürlich einen Blick einmal in die Minikits rein, die uns noch fehlen hier. Und dann werden wir uns gleich noch die Herausforderungen anschauen. Das ist natürlich das Spannende, welche Herausforderungen wir da noch meistern müssen. Bei den Herausforderungen haben wir noch keine einzige geschafft gehabt. Minikits fehlen uns aktuell noch 4. Aktiviere den freundlichen Geschützdruiden, müssen wir einmal machen. Okay. Dann müssen wir einmal den feindlichen Druiden durch seinen Druiden seiner eigenen Art besiegen. Okay. Und dann müssen wir noch als letztes hier besiege Druidika, wie ein wahrer Schurke es tun würde. Wie besiegt denn ein wahrer Schurke Druidikas? Wir werden es herausfinden und direkt das freie Spiel starten. Nee. Aber ein Schurke schießt zuerst eigentlich. Kein Grund für weiteren Aufruhr. Holen wir uns einfach still und heimlich den Kanzler. Ja, das dachten wir uns so, als wir das damals gespielt haben, aber so ganz still und heimlich war es da nicht. Zumindest sind wir hier direkt wahrer Jedi geworden. Das ist schon mal gut. Oder warte mal, ich kann ja einen in einen anderen reinwerfen, vielleicht. Schlose Jedi, ihr seid zu spät gekommen und jetzt... Oh, wir haben was geschafft. Wir haben schon was geschafft. Ja, da. Ich bin ein Druide und habe uns die abgeknallt. Ah, das hast du gleich gemacht. Ah, das war ja clever, Len. Ich hatte gehofft, dass es genau das ist, was es machen. Ja. Da drüben ist uns was markiert. Hier brauchen wir auch einen... Ja, warte, ich wäre schon. Ach, du bist schon hier schon. Sprengmeister Len ist hier schon am Start. Ich habe die Milch angebracht. Ah, okay. Es milcht schon wieder sehr hier. Boah. Die Milch lag wohl schon eine ganze Weile, glaube ich, dass die da so entsprechend abgeht. Eigentlich müsste man das doch auch überspringen. Kann man das nicht überspringen? Also wir hatten es auf jeden Fall verbessert, das weiß ich. Falls wir es überspringen könnten. Ich gehe mal Minikits sammeln. Ich verwende das hier mal. Mach das, das ist sicher ein auch kein Druide. Effekt. Ich glaube, ich habe es geschafft, das Ding aufzumachen. Man sieht es bloß nicht bei mir. I'm sorry. Ah, das ist dieses Geschütz, von dem die Rede war. Ah, du hast das Geschütz gefunden. 2 von 3. Das war wieder eine von den Challenges. Ich hab hier noch was zum Explodieren auf jeden Fall. Große, starke Jedi brauchen Hilfe von quietschenden kleinen Druiden. Oh, jetzt hör mal. So ein bisschen Gequietsche passiert doch nie. So, hier haben wir in die Luft gesprengt. Das haben wir aber, glaube ich, schon gemacht gehabt. Jedenfalls scheint das hier nichts zu bringen. Oh, das schießt für uns. Ach, das ist geschützt. Ach, das ist der Druide quasi. Aua. Ah, ne, da kann ich bloß wieder... Ah, da ist ein grüner Schall. Ah. Ich glaube, ich bin in den Raum mit den Druiden drin, ne? Ich sehe noch nicht das Minikit, aber ich bin zumindest schon in dem Raum drin. Ah, hier ist noch ein Schalter. Knopf drücken. So. Was passiert, wenn ich den Knopf drücke? Sorry, was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Wir müssen noch einen Druidiker wie einen Schurken besiegen. Ich baue das Minikit zusammen aus Druiden, ich hab's. So, also das erste Minikit ist gefunden, okay. Soeben. Ach, du kommst gerade mit deinem Superkampf-Druiden da an. Ja. Was, da steckt was dahinter denn? Ah, ich weiß aber, wie man da reinkommt. Das muss man an der anderen Stelle rein. Also ja, wir müssen da rein, aber wir müssen von der anderen Seite rein. Also, war das schon richtig. So, das können wir aber überspringen. Tatsache, die anderen... Kann man die anderen echt nicht... Wir haben die anderen doch auch schon mal übersprungen. Oh, du hast einen Geist. Achso, du... Okay. Ich glaube, du musst was dafür tun. Ich ziehe mal. Zieh mal am Hebel. Ach, ich bin jetzt gefangen. Oh nein, Len. Das ist eine Falle. Ah, okay. Ich befreie dich, glaube ich. Ja. Du bist jetzt auch reingelaufen? Ja, ich bin auch reingelaufen. Haben wir jetzt ein Problem? Nee, noch nicht. Noch nicht, okay. Ah, wir haben ja die Macht. Wir haben kein Problem, wir haben die Macht. Ah, die Macht. Ah, okay, das war das Minikit Nummer 3 schon mal. War schon mal gut. Okay. Die Druidika, wie ein wahrer Schurke es tun würde, sie besiegen. Also meine Idee wäre wahrscheinlich der Geschützturm, weil es quasi nur ein großer Blaster ist. Keine Ahnung.
Oh, oh, Minikit. Da war einfach ein Minikit. Da war einfach so ein Minikit drin. Ja gut, das, oh, das nehmen wir auch so mit, einfach so. Ah, die Rüdikas, komm, warte mal, ich schieße mal auf den drauf. Ja, okay, ich habe ihn erschossen, aber das hat irgendwie, das war nicht die... Das war es nicht, der muss... Das muss wahrscheinlich doch der Blaster geblitzt sein. Geblitzt werden wahrscheinlich. Geblitzt, oder? Na, ich sag geblasen. Wir gehen ja ins Wasser. Ich hab's gesehen. Du hast es gesehen. Aber das tut auch nicht Zeug weiterleiten, das Wasser eigentlich, oder? Also Strom weiterleiten. Jetzt kommt das Ding nochmal runter wahrscheinlich gleich. Ah ne, jetzt ist es kaputt. Jetzt hast du es kaputt. Oh. Ja, und jetzt kommt der Strom da rein. Ah, und damit hätten wir es besiegt normalerweise. Das andere war nicht ich. Okay. Habe ich schon gesagt. Okay. Aber wir haben kein Druidiker mehr da, deswegen können wir die Sache quasi jetzt nicht mehr abschließen. Hier, sehe ich das richtig? Exakt. Das heißt, wir holen uns jetzt den letzten Minikit, der genau nicht in der Richtung ist, in der du gehst. Okay, und wie öffnet sich jetzt diese Tür da? Ach, mach mal den Alarm an. Okay. Da sind nämlich Sirenen drüber. Ah. Ja, das war clever, Len. Haha! Was würden wir ohne Len machen? So, erstmal die Minikits hier holen. Jawoll, ja! Und damit haben wir tatsächlich alle Minikits, die das Level zu bieten hat. Uns fehlt dann nur noch diese eine Herausforderung. Direkt neu reinstarten. Alle Rüdikas da. Na dann. Wir kümmern uns gut um euren Kanzler. Und wir kümmern uns um eure Druidikas. Wir lassen sie nämlich direkt schockieren hier. Das müssen wir zweimal machen, gell? Einmal. Einmal nur, schauen wir mal. Jetzt bekommt er eine gewischt. Oder auch nicht. Ja, doch bekommt er. Hat auch direkt gezählt, hat ihn direkt gekillt. Und damit haben wir es dann tatsächlich auch erfolgreich geschafft. So, Level haben wir abgeschlossen. Die waren wir schon vorher. Ein paar Steinis haben wir auch noch gesammelt. Aber das Wichtigste ist, wir haben die sauber gewischt Herausforderung geschafft. Und damit alle Herausforderungen hier erfolgreich abgeschlossen. Die Minikits hatten wir vorher auch schon. Mikromodell haben wir nicht gerade eben erst freigeschaltet. So, erste Level haben wir fertig. Machen wir weiter mit dem zweiten Level. Da fehlen uns auch noch ein paar Minikits. Genauer gesagt fehlen uns hier auch wieder 4 Minikits an der Zahl. Ah, das war der Bosskampf gegen Grievous, war das schon das zweite. Wow. Und natürlich müssen wir hier auch noch ein paar Herausforderungen machen. Einmal diese Herausforderung hier, dieses Gerücht, das wir freischalten werden. Besiege 5 Kampfdruiden, 4 Magnerwachen und 5 Superkampfdruiden ohne zu sterben. Okay. Also nicht sterben ist die Devise. Und überrascht General Grievous, während er oben wartet, indem du ihn auf kopfgeldige Art angreifst. Also dasselbe wieder wie im vorherigen Level, irgendwo in so eine Stelle finden, wo bloß man... Bloß als Kopfgeldjäger. Ah, stimmt. Ja. Wahrscheinlich irgendwas Silbernes zerstören. Oder, ja. Nee, das waren ja gar nicht die Kopfgeldjäger. Die konnten ja nicht Silbernes. Okay, auf kopfgeldige Art. Goldenes. Ah, was Goldenes müssen wir zerstören. Ja gut, das gibt's auch noch. Dieser Jäger schreit noch mehr. Ja, noch schreit er der Grievous. Gleich wird er etwas... weinen. Da oben sehe ich sogar schon das erste Minikit. Aber da können wir momentan leider noch nicht hoch. Sehr gut. So, schauen wir mal, was wir sonst noch hier holen können. Was haben wir gerade schon geholt? Achso, Vara Yidi wahrscheinlich, oder? Ja. Die Sachen sind alle oben, habe ich das Gefühl. Oder? Nee, auch unten. Auch unten? Ja. Hier zum Beispiel. Len hat was gefunden. Da kann man noch eine Etage weiter runter. Brillant, Herr Len, brillant. Dankeschön. Warte mal, da hatten wir doch so ein Evoke hatten wir doch auch nicht dabei, oder so ein Java, oder? Damals? Das heißt doch, dass wir damit hier eigentlich auch aufmachen könnten. Ah, jetzt lass uns doch mal in Ruhe hier. Ja. Ich hol mal das hier. Du holst mal das Minikit, das ist gut, dann hol ich mal den Netzwerfer hier. Und geh mal da hoch und schau mal, was man da oben so finden kann. Weil ich vermute, dass wir damals da noch nicht hochgekommen sind. Schau mal, ob ich irgendwas befreien kann. Ah, warte mal, kann ich ihn hier mit kopfgeldiger Art? Das ist das, was ich hier machen muss, dass wir ihn damit ärgern können später? Nee, der ist hier doch gar nicht in der Ecke, oder? So, ich ziehe jetzt einfach mal hier dran. Ups. Ah, nee, das macht bloß die Treppe noch weiter oben auf. Ich habe ein Tor geöffnet. Ah, guck mal. Sein Haustier hast du befreit. Ja. Das ist aber auch süß, das Tierchen, muss man sagen. Ja. So, ich tue derweil hier mal das hier machen für einen bösen Charakter. Das hatten wir ja eigentlich auch nicht gemacht, von daher. Das konnte man nicht machen. Denke ich mal, dass das hier auch noch was. Sogar richtig. Sogar richtig, ja, gell? Habe ich richtig gut gemacht. Oh, das ist ein Vulture-Rede. Hä, muss ich das zweimal machen? Da, Silber. Achso, das ist der Vulture-Droid, von dem die Rede war, genau. In der Beschreibung. Na, schmeißen wir doch direkt die Granate drauf hier. Puff. So, kriegen wir doch direkt das Minikit für. Kommt das da direkt da raus? Ne, da kommt der nächste Vulture-Droid raus. Ja. Dann ist da wahrscheinlich... Das Minikit muss ich auch noch zusammenbauen hier. Ja, sonst noch Wünsche, ey. Da müssen wir auch noch was tun hier für sein Minikit. Das geht ja nicht.
Oh, warte mal, ist das schon das... Ah, nee, das ist das vierte ist das gewesen. Lass mal den Theron ran, würde ich sagen. Dann, ah, hier kann ich überspringen. Ja, Theron kann überspringen. Ah ja, jetzt haben sich die zwei Sachen ausgefahren. Ah, da kann man auch dran ziehen. Ah, da kann man hoch. Ah, das ist der Weg nach oben. Ah, und dann kommt man auf diese Plattform oben drauf, wo das Minikit wahrscheinlich ist, nehme ich mal an, oder? Ja. Genau, ah, und hier waren die Dinger, die man abschießen konnte, wo wir die Waltedeutel oder sowas abschießen konnten, was wir schon gemacht hatten. So, brauchst du mein... Ne, brauchst du nicht meine Hilfe, oder? Aha, Hilfe. Oder doch. Ich gehe einfach mal nach oben. Ich bin, glaube ich, auf dem richtigen Weg hier. Ja, doch. Au! Gehe ich auf der anderen Seite? Oh, ich bin gerade zum ersten Mal gestorben, verdammt. Unsere Droiden müssen wir von vorne zählen. Warum stirbst du? Ja, weil das Ding einfach zugeklappt ist. Das ist fies gewesen. Ist das zugeklappt, weil du irgendwas aufgemacht hast, oder geht das immer automatisch auf und zu? Ah, es geht immer automatisch. Ah, okay. Ne, dann schnell nach oben hier, Luminara. Sonst, gefährlich und so. Huch. Ganz gefährliche Sache hin? Hier. Oh, da kommt noch so ein Ding hier. Ui. Achso. Ist ja hier. Hab's schon. Du hast es schon. Ah, okay, du hast es schon. Alles gut. Warum hab... Was hab... Achso, ich hab bloß den schwereren Weg genommen, oder was? Mhm. Ah, und dafür komme ich hier auch hin, wo du gerade eben warst. Ja gut, da reden wir nicht drüber. Du musst doch... Für Cody ist doch letztes Mal auch irgendwie hochgekommen. Ja, aber so geht's schneller für uns beide. Vermutlich, ja. Weil du müsstest dann den Lift, auf dem ich stehe, operieren. Ja, ich bin kein Arzt. Das ist ein anderer Doktor, den ich natürlich habe als Dr. Achenbursche. Wegen Operieren und so, verstehst du? Ja. Es ist zu warm für sowas. Ah, nee. Wie soll man ihn da überraschen? Ja, weil wir von hinten kommen. Ach so. Ah, okay. Len überrascht ihn jetzt. Okay. Len macht die Kopfgeldjäger-Art alles von hinten anscheinend. Nee, geht nicht. Ich komme hier nicht hoch. Du hattest recht. Nein. Man kommt hier nicht hoch. Du musst rüber. Oder wir überall sehen etwas. Naja, dann haben wir noch einen zweiten Versuch, einen zweiten Fall. Jetzt holt er die Magenerwachung. Dann gehen wir nochmal raus und prügeln da vorne ein paar Droiden und dann haben wir zumindest die Herausforderung gemacht, oder? Hoffe ich doch. Ich auch. Ich glaube, ich muss beide killen. Ja. Bring sie mal beide um. Ja, ich töte mal die hier. Könnte gerade sein, dass der Ewok eine gekillt hat, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Der Ewok? Der... Ach, da ist noch eine Magenwache. Okay. Ah, okay. So, da sind noch zwei Magenwachen. Warte mal, stand da gerade was in der Mitte? Komm mal zu mir, bitte. Stirb, oh tapfere Magenwache. Der Pork hat die von umgebracht, den hab ich gemeint. So. Das wäre schlecht. Das wäre tatsächlich schlecht, dann müssen wir nämlich den Pork abschalten. Vier Magenwachen. Fünf Superkampfdroiden. Und fünf Kampfdroiden. Das kann sein, dass ich noch nicht fünf Kampfdroiden umgehauen hab. Ich hau auch noch mal ein bisschen hier Kampfdroiden um. Da sind fünf. Wenn du hier alles clearst, bist du bei fünf. Okay, du hast auch schon einen Superkampfdroiden geklärt. Also von denen habe ich auf jeden Fall genügend 5 umgehauen. Das ist. Das heißt, wir machen die Porks aus. Ja, ich befürchte auch, der Pork muss aus sein. Vielleicht muss man auch welche von denen hier töten. Und gar nicht die anderen. Kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, man muss einfach nur allgemein welche töten. Also wenn da nochmal Magnawachen auftauchen, wäre top. Hast du mich gerade Jedi genannt? So, aber ich muss ihn ja eh erstmal vertreiben, oder? Von hier. Genau, die Dinger. Den Superkampfdruiden musst du töten. So, er ist schon nach oben, ne? Er ist schon... Ich sehe nicht mehr, ne? Ja. Er muss weg sein. Dann kletter ich hoch. Ah, von da aus kannst du kommt man auch hoch. Ja! Ah, Len hat den geheimen Kletterweg... Oh, du hast es eh schon geschafft. Du kannst noch mal drauf schießen, aber du hast es eh schon geschafft. Das ist gut. So. Ja. Jawohl! Man muss erst halt nicht die meine Großen besiegen. Meine Güte. Die beiden Level waren jetzt schon ein bisschen nerviger, muss man sagen, von Episode 3. Schauen wir, ob es besser wird jetzt. So, Level haben wir abgeschlossen und das Einzige, was uns noch gefehlt hat, war nicht der Wari. Das hatten wir schon. Die letzte Herausforderung hat uns noch gefehlt. Ne, beide haben uns gefehlt. Wir haben beide geschafft. Ja, ja. Beide haben uns gefehlt. Sehr gut. Damit haben wir dann auch den 6. Stein hier. Die Minikits hatten wir schon vorher. Uns fehlen hier auf jeden Fall auch 4 Minikits noch im nächsten Level, in Level Nummer 3. So. Da haben wir tatsächlich noch keine einzige von den Herausforderungen geschafft gehabt von den dreien. Verwende die Macht, um einen feindlichen Klon mit einem Klon anderen Klon zu besiegen. Okay, das ist easy. Klon mit Klon killen, das kriegen wir hin. Erreiche die Fluchtkapsel über einen Umweg. Ah, das konnte man nicht machen. Das konnten wir nicht machen, okay. Und dann das dritte, was wir noch machen müssen, ist besiege mit Hilfe eines AT-RTs. 3 Klonsoldaten sowie den feindlichen AT-RT. Okay. Na gut, probieren wir es mal. Ab geht's nach Kashyyyk zu den Wookies. Er hat salutiert. Als wenn er mich ausgelacht hätte, oder? Er hat salutiert. Achso, von mir? Achso, weil ich der Imperator bin. Ah. Ja. Ja, dann werde ich zumindest nicht mehr angegriffen. Das ist schon praktisch. Panik.
beide das runtergefallen. Zählt nicht. Natürlich das nicht. Das zählt nicht. Wir sind beide runtergefallen. Ah, das, da sind wir letztes Mal nicht drangekommen an das Energieding, weil wir kein Kopfgeldjäger hatten. Ah, jetzt haben wir den Kopfgeldjäger, jetzt können wir an das Energieding rankommen und damit können wir dann das Ding auf dem Dach aktivieren. Wie kommen wir da oben hin? Das ist jetzt anders. Ich bin hier unten, müsste es eigentlich gehen, weil ich dann nah genug noch dran bin, glaube ich. Ja, siehste, geht doch. Und das hat jetzt was gemacht? Ja, das klären wir noch, was das gemacht hat. So. Ich nehme an, dass oh, ah, hier, guck mal. Ah, der hat noch mehr gefunden. Guck mal an hier. Was? Ah, das Minikit, ich sehe es sogar. Das heißt, wir kriegen es eh irgendwann, auch wenn wir nicht da hochkommen. Wait for it. Ist es in der Story auch so? Weiß ich nicht mehr. Wir hatten keinen Dings dabei, von daher wird es in der Story nicht so sein. Ja, jetzt kannst du es auch holen von da aus. Ja, ja. Genau. Und das muss man sogar holen. Manchmal kriegt man das ja doch geschenkt, einfach so. Dein Ernst, Ahsoka? Ich kann nicht fliegen, das Kopf geht. Nein, lass ich. Komm mal zu dir. Also ich glaube, falsche Seite. Ah. Len hat's geschafft. Len hat das Ding geholt. Das ist der Weg, Len. Das ist der Weg, Len. Wunderbar. Dann können wir runter, weil ich glaube, hier oben gibt's sonst nichts mehr. Die anderen Sachen waren alle unten, oder? Der AT-RT und so. Mhm. Ich weiß nicht, was ich da tue, aber es ist bestimmt sehr sinnvoll. 1 von 3 hat er Len geholt hier gerade eben. Order 66. Truppen, schnappt ihn! Da unten kannst du den AT-RT auf jeden Fall übernehmen und mit dem musst du dann irgendwie alles umhauen, oder? So war's doch. Genau. Ja, du kannst auch hier bauen. Bau mal hier. Ja, da links bauen, genau. Hä? Ich zieh dem gar nichts ab. Doch, ich zieh dem mal schon was ab. Gar nichts, Len, gar nichts. Ja, gleich hast du es geschafft, gleich hast du es geschafft, jawoll. Und die erste Herausforderung haben wir, jawoll. Schönes Ding, Len hat sie alle umgehauen mit dem AT-RT. Wie komme ich hier hinten hin? Ah, da ist ein Minikit. Ah, das ist das Minikit, ah! Das ist das Minikit, was du gerade gesehen hast, oder? Ja. Hat er ein Jetpack? So. Nee, aber kann sich ranziehen. Ah, ja, das ist genauso effektiv. Jo. Oh, sehr gut. Dann haben wir damit auch das... Ich gehe nicht oben hin, oder? Minikit 3 von 5? Nö, musst du nicht. Dann haben wir das alles richtig, nämlich. Das ist der Weg. Dann kann man hier oben hin. Len weiß, was er tut. Fast. Ah, doch, das wäre der Radius. Das reicht, ja. Bleib mal so. Also nicht, dass das Level dann zu Ende ist. Ja, 3 von 3. Ah, okay, man muss... Easy. Das heißt aber, du kannst da dann... Ah, perfekt. Das war tatsächlich der Weg hier. So, und dann auch direkt das Minikit hier mitgenommen. Wunderbar. Damit haben wir... Fast alles. Fast alles. Ach, wir haben ja noch eine Herausforderung, die wir nicht haben, oder? Ja. Es fehlt uns leider ein Minikit, deswegen müssen wir das Level noch einmal machen. So, starten wir rein ins Level. Ich muss sagen, Episode 3 ist tatsächlich mit am nervigsten bis jetzt auf 100% zu machen, weil wir jedes Level nochmal machen müssen, wegen irgendwelchen Zeug, was wir eigentlich wissen, was nicht richtig funktioniert oder so. Nicht optimal bis jetzt. Ist auf jeden Fall nicht Prime. Nee. Ach so, wegen Optimus Prime. Oh. Warte, nicht töten. War einer von den Guten. Panik auf der Titanic. Okay, gerade hat einer einen anderen erschossen und wir haben es nicht bekommen. Also Panik scheint doch nicht der Weg zu sein. Wir müssen sie echt ineinander schleudern. Nee, das kann's doch nicht sein. So, ich mache jetzt mal mit der Faust. Mit der Faust zählt. Wenn sie sich mit der Faust besiegen, zählt's. Wenn man sie in andere reinschleudert, zählt's nicht. Ja, das ist natürlich oder logisch. Wenn sich andere erschießt oder wenn sie sich gegenseitig erschießen, das zählt alles nicht. Nee, das ist natürlich ganz klar und das erkennt man natürlich auch direkt aus der Beschreibung. Also das muss man sagen, haben sie richtig gut gemacht an der Stelle. Moin. Ja, schade. Spieler ist abgestürzt. Die wollen einfach nicht, dass wir es schaffen, glaube ich. Warnung vor Anfällen, ja. Tobsuchtsanfällen! Ich wollte gerade sagen, ja. Langsam muss man sagen, fängt es an, dass es auf die Nerven geht, das Spiel. Das finde ich echt schade. Aber langsam ist echt der Punkt erreicht, wo man sagen muss, das ist einfach schlecht an der Stelle. Aber wo ist das Minikit? Ah, ich sehe das Minikit, ist rechts oben in dem... Ja, sag ich doch, im Baum. Ja, im Baum drinne. Ja, ja, du hast recht. Wir werden den Rambock nicht machen. Wir dürfen den Rambock nicht machen, sondern wir müssen auf die rechte Seite rüber und dann oben in das Nest reinspringen. Ah, habe verstanden. Ich habe verstanden. Der Len hat die Lösung gesehen. Ne? Was würden wir nur ohne Len machen? Ein bisschen länger brauchen. Vermutlich. So, dann probierst du mal mit dem Kopfgeldjäger hier rüber. Ich habe gehört, das könnte besser funktionieren. Und siehe da... Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, Spiel? Also... Ja, okay. Raus hier. Ich raus hier.
Ich sag da gar nichts mehr zu. Wir gehen. Len, raus. Wir gehen. So, jetzt kommt das der schönste Teil des Levels, nämlich dass es abgeschlossen ist. Also, wir haben es abgeschlossen, wir haben Varaedi geholt, das war klar. Mittlerweile haben wir jetzt auch alle Herausforderungen diesmal auch ohne Absturz zu Ende gebracht. Der Absturz, das war noch so das i-Tüpfelchen, was ich gebraucht habe bei dem Level, ganz klar. Und natürlich jetzt auch das letzte Minikit gerade oben noch aus dem Nest geholt. Und dafür gibt es den ARC 170 Sternenjäger in der Mikroversion. Wunderbar. Damit können wir ihn dann auch besprechen. Hier, verstehst du, Mikroversion. genau. Uff. Genauso lustig geht's dann auch gleich weiter. Mit den nächsten Minikits in Level Nummer 4. Showdown im Senat. Ach, das war der Kampf gegen Yoda. Also, Imperator gegen Yoda. Da fehlen uns aktuell noch 3 Minikits. So, und Herausforderungen haben wir auch natürlich noch 3, von denen wir noch keine einzige geschafft haben. Ich bin mal gespannt, was wir dafür tun müssen. Wir müssen unter anderem den Palpatine mit Hilfe der Leuchten blenden. Mit Hilfe der Leuchten? Dann sollen wir Palpatine einen Druiden auf den Kopf fallen lassen. Alle Druiden fliegen hoch. Okay. Und zu guter Letzt müssen wir dann auch Palpatines Blitzangriff beenden, indem wir die Machtblitze direkt an ihn zurücksenden. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, zum Glück gibt es 30 Tage Rückgaberecht oder so. Vielleicht müssen wir bei Amazon mal nachfragen, wie die das machen. Kann man da Blitze bestellen? Bestimmt. Ich habe sie zu ihm zurück auf jeden Fall. Warte. Hat aber nicht gezählt. Warum hat das nicht gezählt? Ich habe die Blitze doch genau auf ihn zurück. Ich nehme einen Schurken. Einen Schurken brauchte so. Len hier. Ah, da wird er wahrscheinlich geblendet. Len. Ah, sind das die Leuchten? Aber ich sehe hier keine Leuchten. Da, Leuchte. Oh, das war's. Das war's. Das war's. Ich hab's jetzt zwar nicht gesehen, aber passt auf jeden Fall. Hier ist. Ah, ich hab den Schreibtisch gefunden. Im Schreibtisch drinne ist dann auch das Minikit direkt. Was? So, also auch das Minikit eher weniger das Problem. Wobei das Problem sind nicht die Minikits, das Problem sind echt immer die Herausforderungen. Von daher bin ich froh, dass wir zumindest schon mal die erste hier gerade holen konnten. Also es wird gezeigt, dass es auf unserer Ebene ist. Ah, das ist die Plattform ist mit hoch... Ah, hier ist es, ich sehe es. Ich habe das Minikit gefunden. Nice. Ah, das ist bloß mit hochgefahren. Ach, das ist das, was vorhin... ich bin... Len, ich habe es doch runtergeschafft. 1 von 5. Du hast es runtergeschafft. Jo. Ich glaube, das sollte nicht so sein eigentlich. Nee. Ich fall mal ins Unendliche. Ich brauche Boba hier, also... Ah, jetzt falle ich unendlich ins Unendliche. Ja, toll. Guck mal, ich spawn an der Unendlichkeit. Oh, es ist knapp. Nice. Oh, das ist aber richtig knapp, das zu schaffen. Huiuiuiui. So, wir haben alle Minikits damit. Minikits haben wir alle. Das ist nice. Nächster Versuch, diesmal schaffen wir da alles zu finden. Und ja, gefunden haben wir schon alles, beziehungsweise die letzten beiden Herausforderungen schaffen wir jetzt auch noch zu finden. So, los geht's im Showdown im Senat. So, ziehen wir uns mal hier dran. Angeblich fällt dann von oben ein Druide runter auf ihn. Ah, tatsächlich. Der ist vorhin irgendwie nicht runtergefallen. Ja. Na gut. Sehr schön. Zumindest haben wir okay. Die erste Herausforderung schon mal geschafft. So, damit fährt er nach oben und damit ist dann die Chance dann auch vertan mit dem Blitzen, oder? Ja. Alles klar, dann können wir das Level nochmal kurz abbrechen hier. Aber wir haben zumindest die erste Herausforderung geschafft und gleich schaffen wir das auch noch mit dem Blitzen. Potzblitz. Nein, sorry. Kotzblitz. Kotzblitz, kein Potzblitz. Nein, kein Potzblitz. Nicht der Blitz beim Kacken. Nee, der Potzblitz. Auch nicht Pepper. Pepper, Potz. Dasselbe Level nochmal. Und los! Hab's. Ich bin nah genug hingegangen, irgendwie. Jawohl, das war's. Ich habe keine Ahnung, wie ich es gemacht habe. Ich bin nah genug hingegangen und dann hat er quasi mich im Nahkampf angegriffen mit den Blitzen und dann haben wir es auch geschafft gehabt. So, und bevor wir auf den Gedanken kommen. Ja, hoch lebe Drabu. Dreimal hoch. Du 3 Käse hoch, wenn ich meine Füße hochhalte. Oh. Du hast 3 Füße? Ja, du nicht. Ne, lass mal das hier. Warte mal. Das geht schon in eine komplett falsche Richtung. Varaedi haben abgeschlossen. Jetzt haben wir auch die Herausforderung abgeschlossen. Endlich. Porto haben wir nicht gezahlt. Der Verein war uns einfach zu teuer. Ja. Deswegen haben wir es jetzt aber trotzdem geschafft, alles zu schaffen in dem Level. Und jetzt sind wir endlich beim fünften Level angekommen von Episode 3. Hurra, auf Episode 3. So sehr gefreut habe. Genau, Len kann es kaum erwarten, deswegen starten wir auch direkt rein. Vorher gucken wir aber natürlich nochmal. Die Herausforderungen werden so kryptisch sein und so. Was uns fehlt. Unter anderem fehlen uns 3 Minikits hier. Jetzt die Herausforderungen. Jetzt kommen die Herausforderungen. Es fehlt uns nur eine Herausforderung tatsächlich. Was könnte diese sein? Verletze Anakin mit Hilfe der Dampföffnungen. Na gut, dann werden wir mal bei Steam anrufen und ihn mit billigen Preisen erschlagen. Und er hat sie kaputt gemacht.
Das war unsere Dampföffnung. So, Anakin. Anakin hat da etwas Dampf abgelassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin irgendwie sehr beruhigt, dass wir hier nur eine Herausforderung machen müssen. Okay. Wollen wir nicht einfach rüberfliegen von hier aus? So. So, das kaputt gemacht, dann baue ich mal. Zack! Hast du geholt, Len? Ja, hab ich geholt. Hast du gut gemacht. Hab ich geholt. Mit irgendwas muss man dieses Lila noch anschließen, irgendeine Dinge oder so. Lila ist Schurke. Lila ist Schurke? Lila ist Schurke. Ach, das sind die Schurkendinger hier. Len, unser Schurke. Ja, du hast das schon öfters genutzt als ich. So, Peng. Peng, Peng, Peng. Manchmal muss es eben Peng sein. Ach, sehr gut, sehr gut. Ja. Ja, einen Schurken hatten wir da letztes Mal definitiv nicht dabei. Deswegen konnten wir es logischerweise letztes Mal auch nicht aufmachen. Okay, was machen wir jetzt? Uns den Kampf anschauen hier, würde ich sagen. Okay. Es ist unglaublich spannend. Wer wird hier gewinnen? Was sind das für Läufer? Ja, ich kenne den Namen. Er fällt mir gerade noch nicht ein. So, hier kommen wir durch. Da kommen wir beim letzten Mal noch nicht durch. Da gibt es auch gleich schon das nächste Ding hinter der Ecke hier, habe ich das Gefühl. Das ist wahrscheinlich das Minikit-Lager. Ich kann die übrigens wieder überspringen mittlerweile, die Rätsel. Das geht mittlerweile wieder. Frag mich nicht, warum. Ah, hier sind wir. Ah, die Band! Die Band! Was muss man da machen? Die Band wieder zusammenbringen oder so. Die Instrumente irgendwie hier. Aber hier brauchen wir irgendwie so ein Energieding, brauchen wir hier. Ah, das kriegen wir da hinten aus dem aus dem Schrank hier wahrscheinlich raus, wo ich die Granate gerade drauf werfe. Ja, genau. Da ist die Energie wieder. Die Energie für die Band. Das ist der Raum hier, wo die Separatisten alle auch umgenietet werden. Der Raum ist das hier. So, einmal Energie und dann kriegen wir hoffentlich ein schönes Konzert hier. Irgendwas von Metal wurde uns versprochen in der Beschreibung. Genau. Ah, die sind ja auch ziemlich metalmäßig angezogen. Ah! Ja, das ist die Metal-Version. Na, warum nicht? Jetzt haben wir alle Minikits bis auf das... Es fehlt noch das Dampfgarn und das Abhängen. Nee, nur das Dampfgarn, nur das oder? Das Dampfgarn fehlt nur uns das noch. Nur das Dampfgarn. Ja gut, anscheinend ist die Lüftung am Anfang des Levels, deswegen beenden wir an der Stelle mal das Level und starten nochmal ganz kurz neu hier. Du als Obi-Wan läufst nicht vor und ich mach R2 und fahr hin. Genau, genau, probieren wir es mal so. So, brave Anakin, bleib da drauf stehen, bleib da drauf stehen. Genau, das Wichtige ist jetzt, dass Anakin auf dem Ding drauf stehen bleibt und wir... Ich bin R2. Und du jetzt ihm schön den Hintern verpulvern kannst. Ich fahre. Gib alles. Oh mein alles. Gott. Schneller, Len, du schaffst das. Ich gebe Dampf. Raus. Gib Dampf, Len. Ja. Gib Dampf, jawohl. Len, gib Dampf. Und. Jawohl, da muss er husten. Und raus. Da war das Vader-Husten. Da war das Vader-Husten. Das ist auch safe eine Anspielung da schon. Na gut, wir haben die letzte Herausforderung geschafft. Das heißt, wir können jetzt hier auch beruhigt rausgehen und haben damit tatsächlich die 100% in Star Wars Episode 3 geschafft. Damit haben wir die Prequels fertig. Damit sind wir jetzt tatsächlich, wie der Dennis gerade schon gesagt hat, mit den Prequels fertig. Und man muss ganz klar sagen, also Episode 3, was die Sachen auf 100% bringen angeht, definitiv mit Abstand das Abstand Schlimmste. Wir mussten jedes Level 2 bis 3 Mal machen. Das Spiel ist uns abgestürzt. Und bisher. Bisher. Und man muss auch sagen, also Spaß gemacht hat Episode 3, die 100% machen, definitiv nicht. Weil einfach so viel... Diese Herausforderung einfach so viel nerviges Zeug dabei ist, weil du halt jedes Mal wieder Level neu starten musst und so. War jetzt nicht besonders gut. Das muss man leider ehrlicherweise so sagen. Wenn uns was nicht gefällt, dann sagen wir es auch. Und Episode 3 war nicht gut. Dafür wird nächste Mal hoffentlich Utapau besser. Da sind wir nämlich jetzt habt ihr abgestimmt, dass wir jetzt hier weitermachen sollen. Und deswegen wird es nächstes Mal hier bei den Pauanern auf Utapau weitergehen. Vielen Dank, dass du dir das Video bis zum Schluss angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem solltest du unbedingt unsere Kanäle abonnieren, dann verpasst du in Zukunft keine Videos mehr. Da oben kommst du dann auch schon zum nächsten Video dieses Projektes und da oben kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!